Schon wieder Post bekommen. Der Postmann hat schon wieder geklingelt. Wir machen das Ganze mal auf. Das müsste von Hobby King sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Aua! Jetzt habe ich mich fast geschnitten. Ja. Was haben wir da drin? Gedöns, Gedöns, Gedöns. Rechnung. So. Huhu, ziemlich viele Teile. Tja, muss ich erstmal selber klarkommen hier. Ich würde sagen, wir packen erstmal alles aus. Das war's. Okay, als erstes haben wir ein Lipo Safe Bag. Ich packe das jetzt extra aus. Ja, wir packen das mal weg. Kann ich das irgendwie ausgehen? Na komm. Da haben wir ihn. Der kostet bei Hobby King so, was hat der gekostet? 2 Euro irgendwas? Ne, 3 Euro irgendwas. Das ist der ganz große. Der kostet bei anderen Herstellern so irgendwas um die 10 Euro oder so. Jetzt mal kurz sehen. So, jetzt haben wir auf. Richtig cool. Geht auch richtig straff zu. Das erste. Das ist für mein Mini E-Reaver. Und zwar ist das ein Parallelkabel, also Y-Kabel zum Parallelfahren von 2 Akkus. Das packe ich jetzt nicht extra aus, das lasse ich noch drin, weil der Mini E-Reaver, der kommt erst nächste Woche, glaube ich. Dann machen wir mal die Lipos weiter. Hier haben wir ein Lipo. Wow! Das ist echt klein. Das ist ein... Nanotech-Akku, 2200 mAh. 2S Lipo. Mit Traxa-Stecker. Das ist ebenfalls für den Mini E-Reaver. Davon 2 Stück. Das hier ist genau dasselbe. Brauche ich jetzt nicht extra auspacken. Dann haben wir Hardcase Lipos für den Slash, ebenfalls 2S. 3S, ja, die Motoren schaffen 3S, aber ich will den Motor nicht unbedingt an seine Grenzen bringen. Oh, mein Finger ist weg. Verdammt. Es ist aber auch eingepackt. Mensch, meine Herren. So. Richtig schwer das Ding. 5400 mAh 2S. Hardcase. Hier sind diese Banana. Stecker dabei, aber ich habe das hier bestellt. Ich hoffe, die passen, aber ich vermute mal, kriege ich das ganz schlecht auf. Wo haben wir denn das Messerchen? Hier haben wir das Messerchen. Da haben wir sie. Testen wir es doch gleich mal. Okay, da ist noch eine Schutzhülle drum. Tja, das ist nicht schlecht. Also, ich habe für die Hardcase-Lipos 21 Euro das Stück bezahlt. Also,
Unschlagbar der Preis. Und für die kleinen glaube ich 17 Euro. Das sind die größten, die es gibt. Bin echt gespannt, vor allem wenn ich die parallel fahre, wie lange der dann fährt. Und hier halt nochmal genau denselben Hotcase-Lipo. Und dann noch ein Poppy King T-Shirt. Warum ein T-Shirt? Ganz einfach, um Versandkosten zu sparen. Weil ich war mit dem Gesamtpreis ein bisschen zu niedrig. Also habe ich mir noch ein Hobby King T-Shirt bestellt. Das kostet 3 € und ich habe nichts anderes gefunden für 3 €. Also dachte ich, nehme ich einfach ein T-Shirt und fertig ist das. Und ja, ich bin gespannt. Ich werde von den Lipos auf jeden Fall noch ein Review machen, wie das Ganze läuft. Von dem Mini-E-Reaver kommt natürlich auch noch ein Unboxing. Sind echt mega klein, ey, hätte ich gar nicht gedacht. Die Lipos hier, die haben, kann man es erkennen? Na, wer scharf? Long Life 35C. Und die kleinen haben 40 bis 80 C. Direkt für Traxxas. Bin echt gespannt, was die so bringen. Und tja, das war's. Bis zum nächsten Unboxing. Und tschüssi.